Hallo ihr Lieben, ja, ich hoffe, dass ihr mich jetzt gut versteht. Ich versuche auf jeden Fall etwas lauter zu sein, wie versprochen. Kommt heute eine Legung am Meer. Ich bin gespannt, was die Karten jetzt sagen. Bitte bedenkt natürlich, es ist eine allgemeine Legung. Es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch bitte hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Also falls du mir jetzt Mann zuschaust, drehst dir bitte um. Und das Reading ist zeitlos. Das bedeutet dann, wenn du es findest, kann es für dich eine Bedeutung haben. Genau, und wir starten. Wir haben hier schon mal die 7 der Stäbe und die 4 der Schwerter. Die 8 der Schwerter. Huch. Das Ass der Schwerter. Und den Stern. Im Unterdeck habe ich noch den Herrscher und die 4 der Stäbe. Das, was mir hier tatsächlich gleich reinkommt, ist, dass du hier in einer Situation warst, wo immer wieder jemand sich zurückgezogen hat, wo jemand eventuell nicht frei war. Dieser jemand könnte auch immer wieder von außen manipuliert worden sein. Wir haben hier den Herrscher. Der Herrscher zeigt uns an, dass es eventuell eine ältere Person ist. Vielleicht war diese Person auch schon mal verheiratet. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch noch in irgendwelchen Verwicklungen steckt und deswegen auch hier sich von dir zurückgezogen hat. Grundsätzlich sieht man hier, dass dieser Mensch hier wieder auf dich zukommen möchte mit einem klärenden Gespräch. Und ich glaube auch, dass es deine Wunscherfüllung ist. Hier wird sich dir jemand offenbaren, so habe ich das hier. Und jetzt schauen wir mal, was wir noch für Botschaften zu diesem Menschen bekommen. Wie gesagt, ich glaube, dass er sehr passiv ist, dass er jemand ist, der sehr stark im Ego ist, jemand, der sehr stur ist, grundsätzlich auch jemand, der so ein bisschen herrschsüchtig, habe ich ihn hier, ja, und sehr wenig Emotionen gezeigt hat in der Vergangenheit, auf jeden Fall. Okay. Oh, meine Karte fliegt. Alter, selbst hier am Strand fliegen die Karten, das ist so geil. Ja, wir haben hier einen Siegertyp, also mit den 6 der Stäben ist es jemand, der wirklich siegreich sein möchte. Es ist jemand, der die Eroberung braucht, der das Feuer braucht. Kann vom Sternzeichen auch Widder sein oder auch ein Krebs könnte es auch sein. Genau, was kriegen wir noch? Ja, er beobachtet dich hier, definitiv beobachtet er dich. Im Internet, er sieht vielleicht auch, was du verändert hast. Oder er sieht hier auch irgendwas über dich, wo du vielleicht auch in eine neue Beziehung tatsächlich gehst. Auch das habe ich hier. Der Wind ist ein bisschen stark. Ich muss zwischendurch die Karten festhalten, weil sonst fliegen sie hier gleich komplett weg. Ja, es ist jemand, mit dem es zu einem kompletten Kontaktabbruch gekommen ist. Also es kann sein, dass du gar keinen Kontakt mehr hast, schon seit längerer Zeit. Und es kann auch sein, dass dieser Mensch, wie gesagt, dass es diesen Menschen nicht gut geht. Vielleicht auch aufgrund, weil man hier sieht, wie du in eine neue Beziehung gehst. Auch das ist möglich. Gut, schauen wir mal weiter. Was kriegen wir noch zu diesen Menschen? Hier, Element Luft könnte jetzt mal kurz pausieren. Wäre schon ganz geil. Ja, es ist auch ein Mensch, der sehr viel nachdenkt. Ne? Das ist ein Mensch, der immer wieder vielleicht auch also entscheidungslos war in der Vergangenheit, konnte sich hier vielleicht auch zwischen dir und einer anderen Person nicht entscheiden. Ich habe es hier grundsätzlich so mit dem Mond, dass es auch jemand ist, der im Berufsleben ziemlich erfolgreich sein könnte. Ja, so habe ich es hier auch. Okay, schauen wir mal noch weiter, was wir noch kriegen. Ja, er ist ein sehr leidenschaftlicher Mensch und es kann auch sein, dass dieser Mensch, wie gesagt, mit dem Page der Stäbe sehr charmant sein kann, sehr charmante Töne von sich geben kann. Er wirkt wahrscheinlich jünger, als er wahrscheinlich ist. Oder er hat einen sehr jugendlichen Stil, bekomme ich gerade rein, ja. Okay, schauen wir mal noch weiter.
Königin der Schwerter ist noch gefallen. Also du bist für diesen Menschen tatsächlich ziemlich unnahbar geworden. Du bist auch etwas abgekühlt geworden. Und es kann auch sein, dass du diesen Menschen ganz klar deine Meinung gegeigt hast, ja, und dich auch hier auf keine sexuellen Abenteuer mehr eingelassen hast. Vielleicht wollte er das von dir. Darauf hast du dich aber nicht eingelassen. Du hast hier quasi ganz standhaft zu dir gestanden. Ich muss die Karten ein bisschen zusammenpacken, weil sonst fliegt das hier gleich echt komplett über den ganzen Strand. Ich hoffe, dass ihr mich gut versteht irgendwie. Aber es wird wahrscheinlich von den Nebengeräuschen doch ein bisschen heftig sein. Ja, Ritter der Münzen ist noch gefallen. Es zeigt an, dass er sich hier auf dich jedenfalls zubewegen möchte mit einem Angebot, mit einer Einladung, wie gesagt, was ehrlich gemeint ist. Das heißt, ich glaube, dass man hier wirklich ein klärendes Gespräch mit dir führen möchte. Und jetzt möchte ich noch gerne schauen, wo geht das Ganze hin? Weil es geht hier in die Offenbarung, ne? Also ja, okay, die Welt und das Ass der Kelche ist halt einfach so typisch. Hier möchte man wirklich eine neue Chance in der Liebe von dir haben. Man möchte sich hier mit dir treffen. Man möchte hier eine Offenbarung. Und es kann sein, dass dein Gegenüber wirklich weit von dir entfernt wohnt oder dass da wirklich auch Dinge zwischen euch, also Städte, Dörfer zwischen euch sind. Also das ist, er ist nicht unmittelbar bei dir. So habe ich das hier nicht. Okay. Gut, ich packe die Karten mal zusammen und jetzt gucken wir noch mal ein bisschen mit den Orakelkarten dazu. Ja, es geht hier um eine Entscheidung, die er treffen darf. Er darf sich hier auch befreien. Wie gesagt, vielleicht spielt da noch eine andere Person eine Rolle. Ja, es geht hier um auch eine Lebensreise von ihm. Es kann, wie gesagt, auch sein, dass ihr euch schon sehr, sehr lange kennt. Das habe ich hier auch drin und ihr seid hier definitiv miteinander verwurzelt. Ja, hier zeigt das, die Karte zeigt jetzt hier nochmal Tree of Life, dass es hier darum geht, dass man hier in die Transformation geht, dass man hier wirklich eine Entscheidung trifft, die sozusagen eure Verbindung heilt. Ja, also es geht darum, hier eine Entscheidung von seiner Seite zu treffen, dieses klärende Gespräch zu führen, dir auch etwas zu offenbaren oder sich auch zu entschuldigen. Und gleichzeitig würde das diese Verbindung zu dir heilen. Es kann auch sein, dass du momentan gesundheitliche Probleme hast. Du sehnst dich vielleicht nach Erholung. Das habe ich hier auch so. Okay, was kriegen wir noch? Ja, wir haben hier die Passion, ne? Das ist das heiße Gerät. Das ist so, hier ist ganz viel Leidenschaft, die er für dich empfindet. Hier geht es auch ums Flirten. Also er wird wahrscheinlich sehr flirty, sehr charmant auf dich zukommen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass du ihn da knallhart abweisen wirst, weil du eben als Königin der Schwerter aufgetaucht bist im Kartendeck. Es kann vom Sternzeichen Zwillinge Waage Wassermann sein. Und ja, du bist da eher kühl und distanziert. Wie gesagt, hier geht es auch um die leidenschaftlichen Aspekte, die er hier für dich hat. Ja, und jetzt haben wir hier noch die Pharmacy. Das ist die Heilung, das ist dieser Heilungsprozess, den ich eben gesagt habe. Und grundsätzlich habe ich es hier auch, wie gesagt, dass er sich hier selbst betrogen hat, dass es auch sein kann, dass es ihm momentan nicht gut geht. Viele Gedanken, die er sich macht über eure Verbindung, ja, und es ist auch hier so, dass hier eine Beeinflussung war, die eben sozusagen rausfliegen wird. Man wird sich davon befreien, man wird auch irgendwelche Stricke abschneiden. Genau, so. Jetzt schauen wir mal noch mit den Engelskarten kurz. Was die noch sagen. Ja, hier kommt die Fülle rein, ne? Also hier geht es darum, dass man wirklich Fülle haben möchte. Es geht darum, dass man hier einfach diese Verbindung ja, in die Fülle bringt. Also hier soll etwas ins Gleichgewicht gebracht werden. Es kann auch sein, dass er dir irgendetwas Materielles schenkt als Wiedergutmachung. Oh, meine Karten fliegen. Dann haben wir noch hier Glaube daran. Also es geht auch darum, die positiven Gedanken zu haben. Es geht darum, ja, einfach
positiv zu bleiben. Also Element Luft macht es mir heute echt schwer. Und ich meine, ich bin Element Luft, ich darf auch mal drauf schimpfen. ja, also wie gesagt, hier geht es darum, glaube daran. So, ich werde mich jetzt ein bisschen beeilen, weil der Wind einfach echt zu krass ist. Wir machen noch die anderen Engelskarten. Zwischendurch muss ich kurz die Karten festhalten, aber ja gut. Ihr kennt es ja von mir schon, dass die Karten fliegen, ne? So, wir haben hier die Chantal. Eine neue Romanze steht vor der Tür, sei es mit jemand Neuen oder durch Wiederentfachen der Leidenschaft in deiner existierenden Beziehung. Sei bereit, Liebe zu geben und zu empfangen. Also hier ist der Buchstabe C für dich eventuell auch wichtig. Ich muss die Karten wegtun. Ja, Moment, eine ist noch geflogen. So, wir haben hier noch zweimal das M. Und zwar haben wir hier, Moment, schreite beschwingt voran und akzeptiere kein Geben. Ich rechne mit wunderbaren Lösungen. Und dann haben wir hier noch, du bist verwirrt und unentschieden, weil du nicht genug Informationen hast. Informiere dich besser oder hole dir Rat bei Experten, bevor du eine Entscheidung triffst. Ich glaube, dass er sich eventuell sogar beraten lassen hat. Also das ist das, was mir hier ganz stark reinkommt. Im Unterdeck habe ich noch, Moment, die Chantal, nee, das war die Karte, die wir eben hatten, ne? Ja. Dann ist das die Vanessa, trifft deine Entscheidung, indem du dich fragst, welcher Weg bringt mich meiner göttlichen Aufgabe näher, welcher bringt mich eher von ihr ab. Also hier darf man auch sich fragen, ist das der richtige Weg mit diesen Menschen? Willst du das noch oder willst du das nicht mehr? Hör da wirklich auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition. Das ist das, was die Karten sagen. So, jetzt machen wir noch die Sternzeichen. Also wir haben Element Luft gehabt, Zwillinge, Waage, Wassermann. Und jetzt schauen wir mal, welche Sternzeichen noch wichtig werden. Ja, hier haben wir die Zwillinge. Da haben wir Wassermann, da haben wir den Widder, hier ist noch einer umgedreht, Steinbock, und wir haben hier die Fische und Element Waage, Luft meine ich, Waage. Genau, für dieses Sternzeichen kann diese Botschaft jetzt hier besonders wichtig sein. Ansonsten, wenn dein Sternzeichen jetzt nicht gefallen ist, du sagst aber, du spürst eine Resonanz und das ist deine Situation, dann kann das hier trotzdem dein Reading sein. Nagelt euch nicht zu sehr auf die Sternzeichen fest. Genau, und warte, so. Jetzt machen wir noch ein Krafttier. Wir haben den Tiger. Schönheit und Unbesiegbarkeit. Also hier bist du absolut attraktiv für dein Gegenüber. Du bist schön und diese Verbindung ist auch unbesiegbar. Also dich kann man nicht besiegen. Ja, also du strahlst da. Und ja, wir haben jetzt ganz typisch für die Umgebung hier die Möwe, die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Was du hier auch noch bekommst. Vielleicht sind das eins deiner Lieblingstiere oder diese Tiere siehst du immer wieder. Dann kann das für dich eine Bedeutung haben. Dann haben wir hier die Giraffe, Sanftmut und Frieden. Hier möchte jemand den Frieden. Und wir haben der Affe, Selbsterkenntnis und Tatkraft. Also er wird hier wirklich tatkräftig werden. Und hier geht es auch um die Liebe und das Vertrauen mit dem Hasen. Okay, so, jetzt machen wir noch eine Zahlenbotschaft. Wir haben hier die Zahl 9, finde 9 Sinn, 9 Wochen, 9 Monate. Sternzeichen Schütze könnte noch wichtig sein. Dann haben wir hier den Mittwoch, die 4, ziehe Bilanz und die 2. Jetzt geht es gut voran, 2 Tage, 2 Wochen. Also es kann sein, dass es 24 deine Zahl ist, 42, 49, 29, 92. Diese Zahlen kannst du variieren, die 2, die 9 und die 4. Und vielleicht bringen sie dir eine Zahlenbotschaft, denn bitte bedenkt, Zeit ist relativ, es kann passen, muss aber nicht passen. Genau. So, und dann zum Schluss noch die Seelenbotschaften und dann machen wir auch Schluss. So.
So. Wir haben den Neuanfang, wir haben die Verspieltheit und das Risiko. Also ich habe hier schon das Gefühl, dass einige von euch wirklich ein Risiko da drin sehen und einige irgendwie auch sagen, nee, für mich gibt es da keinen Neuanfang. Ja, das muss jeder jetzt für sich selber entscheiden. Aber ich habe, wie gesagt, gesehen, dass dieser Mensch mit dir etwas besprechen möchte. Er möchte dir etwas offenbaren. Er möchte dich sehen, er möchte dich einladen und er wird dir eventuell auch etwas Materielles schenken. Und ich glaube, dass ihr beide auf einem gleichen Humorlevel seid, das kommt mir jetzt auch noch rein. Und ja, dieser Mensch sehnt sich irgendwie nach einer besseren Welt zusammen mit dir. Ob du das willst, das liegt natürlich bei dir. Ja, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, trotz der Problematiken, die hier das Element Luft heute veranstaltet hat, aber ja, wir lassen uns davon nicht irgendwie beeindrucken, ne? Also Element Luft kann ruhig weiter pusten. Ich hoffe, die Botschaften sind trotzdem bei euch angekommen und ihr konntet hier so ein bisschen das Meerfeeling zumindest genießen. Und ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Restwoche und passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund und macht's gut. Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.